Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist es dieses Mal wieder ein Trade-Up-Video. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, erstmal noch ein paar restlichen Lilanen von gestern zu verwenden, von dem Case-Opening. Ich habe mal noch ein paar, glaube ich, dazu kaufen müssen. Und habe mich dann entschlossen, auf die neue Collection, auf die Falcon Collection zu gehen, wo noch beide Waffen, also die AK als auch die AWP in Minimal Wear, wie ihr hier seht, alle Waffen werden wahrscheinlich Minimal Wear sein, noch viel wert sind. Die AK zum Beispiel noch 60 und die AWP 70 Euro in Minimal Wear. Und ich würde sozusagen keinen Verlust machen, weil durch das Case Opening habe ich ja durch das hier ja eh Gewinn gemacht. Und also es wird einen lilanen Trade-Up geben und einen pinken Trade-Up auf das rote dann. Und dann werden wir sehen, was wir rausbekommen. Aber ich würde sagen, wir starten mal. Und zwar habe ich mir, und zwar war das hier ein Fehlkauf. Die wollte ich eigentlich gar nicht kaufen. Ja, aber wir tun hier mal diese ganzen CZs rein, die glaube ich eh nichts wert sind. So. Was tun wir jetzt noch rein? Ist die Frage. Was kann ich da rausbekommen? Also ich würde auf jeden Fall noch sagen, das hier tun wir mit rein und das hier auch. Oder? Ja, das kann ich behalten. Das ist viel testet. Ach so, das auch. Natürlich noch dem. Ah, komm, ich glaube, hier ist ein Minimal Wear rein. So. Und dann, ja, so. Mal gucken, was wir hier rausbekommen. Eigentlich müssten wir was von der Collection von gestern bekommen. Und wir kriegen eine Monkey Business. Auch nicht schlecht. Und zwar, die ist viel testet. Oh, okay. Dann würde ich mal sagen, verwenden wir hier mal. So, da tun wir rein die Yellow Jacket, dann die Nemesis. So. Ah, das Minimal Wear, ja. Minimal Wear, Minimal Wear, Minimal Wear, Minimal Wear. So, dann die Undertow. Und dann habe ich mir ja hier eigentlich eine Minimal Wear erhofft. Da müssen wir eine Field-Tested reintun. Habe ich noch eine Chance auf eine Hyper Beast M4? Hier auf eine Victoria und hier dann auf eine Manowar. Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig. Also auf jeden Fall tun wir eine Monkey Business rein. Und zwar die, wo scheiße aussieht. Also die nicht. Die nicht. Sehen alle gut aus. Ah, fuck. Ja, komm, tu mal die aktuelle rein. So. Und jetzt noch eins. Sollen wir noch Factory New rein? Oder hätte ich den Schuss auf die Victoria, die will ich aber eigentlich nicht. Ah, komm, tu mal das noch mit rein. So. Also haben wir eine 70% Chance. Warte, wir haben gar keine 70% Chance. Wir haben eine 35er Chance für die Aquamarine, eine 35er Chance für die AWP Hyper Beast. Ja. 5%. Und das sind dann jeweils 5%. So. Gut. Also entweder Hyper Beast oder Aquamarin mit Herzchen. So, das hier fülle ich jetzt aus, denn ich möchte natürlich nicht sehen, was rauskommt. So wie letztes Mal, ich erinnere mich noch an den Statrick Fire Serpent Trade Up.
So. Alles klar, und so, legen wir los. Oh, komm schon, bitte, bitte, bitte. Bitte. Und? Was? Das ist doch nicht jetzt dein Ernst! Wir hatten eine 5% Chance darauf. Was? Das ist, nein, ey. Wir hatten eine 5% Chance, ey Leute, gebt euch das, Mann. Ey, Scheiße, mit dem habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Ja, das Overlay funktioniert eh nicht. Oh, shit. Ja gut, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, ja, und bis zum nächsten Video. Tschüss.